Das Business Center 2 zeigt bereits in den unteren Etagen sein zukünftiges Gesicht. Die ersten Fassadenteile sind montiert. Insgesamt werden 1400 Vorhangelemente aus Aluminium und Glas bis zum 20. Stock angebracht. Die Elemente werden als komplette Fertigteile inklusive Dämmung per Lastwagen angeliefert. Sie sind jeweils 1,45 Meter breit, 3,30 Meter hoch, 18 cm dick und 450 Kilogramm schwer. Insgesamt wird das Business Center 2 eine Fassade mit einer Gesamtfläche von 6500 Quadratmetern haben. Beim Shopping Center ist die Bodenplatte aus Walzbeton mit Ausnahme von kleineren Teilbereichen gegossen. Dafür wurde der erdfeuchte Beton von einer lasergesteuerten Planschaufel extrem genau abgezogen. Direkt im Anschluss wurde der Beton mit einer Walze verdichtet und mit einem Flügelglätter bearbeitet. Später werden je nach Verwendung der Räume unterschiedliche Fußböden eingebaut. 18.500 Quadratmeter wurden insgesamt auf diese Weise betoniert. Mit 5 Lkw-Ladungen täglich wurden die Stahlteile für den Aufbau der Parkdecks auf dem Shoppingcenter angeliefert. Begonnen wurde bereits mit der Deckenkonstruktion für die erste Parkebene. Gebaut wird keine massive Decke, sondern eine sogenannte Additivdecke. Dabei handelt es sich um eine Systembauweise mit geringer Bauzeit und geringem Eigengewicht. Vorarbeiter Manfred Grabner erläutert den Aufbau. Wir bauen zuerst vier Stützen auf. An den Stützen kommt dann halt ein Querträger dazwischen. Und an diesen Querträger kommt dann ein Längsträger ran. Auf diesem Längsträger befindet sich dieses Vierkantprofil. Und auf diesem Vierkantprofil wird dann dieses Trapezblech angebracht, beziehungsweise wird dann angeschossen. Und auf diesem Trapezblech wird dann, so wie gesagt, dann dieses Moniereisengeflecht eingebracht, wo dann später mal dann der Betonsäckel draufkommt. Die eigentliche Fahrbahn wird später aus einer zusätzlichen Bitumenschicht bestehen, die deutlich rutschfester ist als Beton.